Nein, oder? Oh, okay. Hallo, meine Pokéfreunde, Pokénenten. Wie ihr gerade seht, habe ich gerade eben die dunkle Seite entdeckt. Ich bin richtig blöd. Das muss einfach nur in den Spiegel schauen. Und dann kommt man dahin. Okay, also ich habe es schon ein bisschen... Also ich wusste das natürlich, aber ich habe das immer vergessen. Und dann habe ich sogar, okay, wo war das jetzt nochmal? Dann gehst du in den Spiegel und dann merkst du es. Ja, aber da werden wir noch nicht machen. Wir werden erstmal die normale Welt schaffen. Und danach gehen wir hier hin. Letzte Folge war ich irgendwie in Mitte oder so. Also nach der ersten Aufnahme-Session, also der zweiten, war ich irgendwie leise und das tut mir leid. Ich habe mein Mikro noch weiter weg. Und mein neues Mikro kommt jetzt auch demnächst an, sonst werde ich ja wirklich Beschwerde einrichten. Also 5 Monate will ich nicht mehr noch mal warten. Das ist ein anderes Thema, das kommt in dem Unboxing-Video. So, ich würde sagen, wir machen die Welt fertig. Ja. Och, meine Lieblingswelt. Diese Hasswelt, wenn man so will. Hasse die Welt. Und das kann man diesen Wolken verdanken, die das hier tun. Ich muss mal eben auf die Zeit schauen, dass ich das auch nicht zu lange mache. Das Video, ich mache es gerade um 0 Uhr irgendwas. Also einfach so. Ich bin einfach aufgewacht. Was heißt aufgewacht? Ich bin einfach wach. Ich kann nicht schlafen. Das ist aber irgendwie oft so. Ich kann einfach fast immer nie schlafen. Ja, das war sehr gut Deutsch, aber ne? Mir fällt halt wirklich schwer zu schlafen. Vor allem am Wochenende. Und was war das jetzt gerade? Okay. Akzeptieren wir das mal. So. Und falls ich ein bisschen müde klinge, dann tut's mir leid. Ich versuche jetzt auch ein bisschen lauter zu reden, auch wenn ich es eigentlich nicht durfte, weil es schon spät abends ist. Oh ja, ich bin auch. So, ich muss meine Augen jetzt mal wach kriegen. Und ich kann direkt schon sterben. Komm, Fuß mich weg. Danke. Er hätte mich sogar dahin pusten können. Oh nein. Vielleicht werde ich auch die ganze Folge lang brauchen, um das zu schaffen. Also natürlich werde ich auch cutten, klar. Aber schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein paar Fails sehen wollt. Ach, das war dumm. Weil dann könnte ich ja jeden Fail mal so ein bisschen reinschneiden. Natürlich nur kurz, damit man auch, ne? Damit das Video nicht zu lange wird, weil ich mache ja... Ich möchte ja eh nicht, dass das Video zu lange wird, aber dass man trotzdem was im Video schafft. Weil das sind irgendwie unlogisch, wenn man was hochlädt. Und dann hat man einfach gar nichts geschafft, also wirklich gar nichts, nur gestorben, Items irgendwie zurückbekommen, zum Beispiel Minecraft oder so, weiß ich nicht. Das war, ist das jetzt zumindest das, was mir jetzt gerade eingefallen ist? Boah, war das knapp. Ich sag ja, ich hasse die Welt. Das erste Level haben wir zum Glück gut bestanden. Ob wir das auch bestehen? Keine Ahnung. Ich habe hier auf meinem Privataccount einfach mal fast einen Monat oder so gebraucht, weil das Level einfach kacke ist, ja. Es ist einfach... Man muss einfach sagen, es ist kacke. Okay, das ist schwer. Man muss genau, wenn er pustet, zum Beispiel jetzt. Okay, egal. Aber auf jeden Fall kann man hier durch, denn hier kriegt man ganz viele Münzen. Also man sollte hier auch schon mal... Das, solche Passagen finde ich zum Beispiel gut, wo man zwar getroffen wird, aber nicht wirklich stirbt sofort. Das finde ich noch in Ordnung, muss ich ehrlich sagen. Und hier ist es vom Vorteil, den Update-Jackpack zu nehmen, so nenne ich es jetzt mal, keine Ahnung, wie das echt heißt. Ich glaube nicht mal, dass es einen Namen hat, einen richtigen, einfach so ein geupgradetes Jackpack ist es einfach, und wenn ich jetzt sterbe, dann weine ich. Gut. Boah, zack. Oh, das ist hier, aber da können wir nicht durch. Wie ist das hier denn so ein Spalt? Das schicke ich nicht. Strange. Wir könnten sogar zum G-Land. Aber das mache ich alles in einem Extra-Video, wie gesagt. Also, ich habe doch gar nicht gesagt, ne? Ja, ja. Also, ich mache das alles in dem Extra-Video, wo ich alle Länder, also, ne? Alle Bonus-Missionen da, wie dieses eine da zum Beispiel, wo ich eigentlich hin könnte, habe ich gemacht, mache und ich... Und, überraschend habe ich es dann jetzt gut geschafft, ne? Bin ich stolz auf mich. Bin ich stolz auf mich. So, vorletztes Level, dann haben wir die erste Welt geschafft. Wer weiß. Ach, ihr seid es, meine Hassgegner. Also nur das, um das richtig auszudrücken. Ja, das zum Beispiel. Um das richtig auszudrücken. Die Wolken sind meine Hass, keine Ahnung, Gegner, oder? Nicht Gegner, sondern halt. Das sind ja keine richtigen Gegner, die töten dich ja nicht. Die schubsen dich nur weg und sind richtig nervig.
Meine Hassgegner, die mich... Ja, das hier sind die. Man könnte aber auch so nennen, ja. Die Wolken und der. Das könnte man aber auch sagen. Oder keine Confusion kommt. So, wir sterben. Nein, nicht ich, du. Wie, ich habe noch ein Leben. Watch out! Weil deren Bomben ist richtig, richtig nervend. Und nicht nur nervend, sondern viel stattlicher als erwartet. Bam, bam. Okay, er ist tot. Diese Passage ist einfach nur zeitwillig. Die ist nicht wirklich schwer. Man kann hier sogar gar nicht fliegen. Lol. Ja, gut. Und wie erwartet ist ja so einer. Oh, Checkpoint. Oh, oh, jetzt geht's wieder. Keine Ahnung, das passiert manchmal, vor allem wenn er halt zu viel spawnt. Aber das ist nicht nur bei dem Spiel so. Es ist bei anderen Spielen auch so, dass wenn zu viel spawnt, dann muss das Spiel das erstmal verkraften. Ist echt so. Und wird erst nach, keine Ahnung, nach einer Zeit, wenn das irgendwie verdaut ist oder man die Gegner gekillt hat. Ja gut, was hätte ich da machen sollen, ne? Die sterben. Wird es erst wieder gehen und ich habe das Gefühl, dass dahinter ein Bonus-Level ist. Aber da kann man ja gar nicht hin. Ah doch, mit dem letzten Item, glaube ich. Aber ich spoiler das noch nicht. I won't spoil that. Boah, ihr wisst, so die meisten deutschen YouTuber abonnieren so die meisten deutschen YouTuber, sage ich mal. Also Deutsch zu Deutsch. Ich bin mehr so ein Typ, ich abonniere fast nur englische Leute. Ich rede auch privat meistens Englisch, also mit mir selbst natürlich. Ich meine, wenn man YouTube macht, dann redet man ja auch mit sich selbst. Also es ist ja eigentlich kein Wunder, wenn man so mit sich selbst redet, oder? Ich meine, jetzt rede ich ja auch mit mir selbst. Aber wenn ihr das Video schaut, rede ich ja mit euch. Versteht ihr, was ich meine? Ich hoffe, weil ich werde jetzt nicht alles nochmal wiederholen. Boah, also wie man den Sprung geschaffen will, ohne den Dings-Jackpack, das weiß ich nicht. Und ich traue mich nicht dahin zu gehen, weil denn dann passiert das. Dein Ernst? Ich wollte es nur austesten. Wo bin ich? Okay, Leute, ich erspare euch. Ich erspare euch das und dann reden wir gleich weiter. So, da bin ich wieder. Erstmal nach 10 Jahren sterben. Habe es endlich mal geschafft, mit wenigstens 2 Herzen hier anzukommen, war mit 3. Habe ich mir einfach nicht akzeptiert. Deshalb. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Du nicht mich. Bam. Und geschafft. Woo! Leute, schaffen wir das letzte Level der ersten Welt. Das ist die erste Welt. Das ist die erste Ebene. Es gibt ja. Normalerweise gäbe es noch. Na okay, ich sag das erst später. Wenn ich das hier geschafft habe. Also normalerweise wäre das nur hier die Welt. Aber wegen der Deluxe-Version, die wir auch 100% spielen, habe ich dann nicht, weiß nicht, ob ich erwähnt habe. Aber ja, gibt es hier natürlich, wie am Anfang des Videos, die Deluxe-Welt oder die Schattenwelt, wie man es nennen will. Dazu erst nächsten Folge. In Folge 5, also diese Folge, wie ihr es gerade schaut, werden wir aber jetzt noch das letzte Level schaffen. Und wenn wir noch Zeit haben, vielleicht noch ein anderes. Aber nur vielleicht. So. Und ich erinnere mich auch an das Level, das ist auch ziemlich nervend. Es ist einfach, na okay, was heißt einfach, ne? So, die anderen Level waren auch nicht einfach. Aber diese ist so einfacher, sage ich mal, von den letzten Leveln ist es so eins der einfachsten. Aber es ist nervend. Vor allem, wenn man alles sammeln will. Also alle Münzen, dann ist es schon nervend. Vor allem so Stellen wie diese hier. Boah, gerade noch bekommen. Wo man dann einfach... Boah, Alter, ich bin immer noch nicht getroffen. Wow. Ja, ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Deshalb gehe ich zurück zum Thema von vorhin. Also wie gesagt, ich verstehe es auch nicht richtig. Ich rede irgendwie so immer so Englisch. Also vor allem so privat ein bisschen. Mit privat war ich jetzt nicht so mit meiner Familie oder so. Mit denen rede ich natürlich Deutsch, weil die meisten von denen können nicht so gut Englisch. Weiß nicht wieso, müsst ihr sie fragen und nicht mich. Also hört auf. Nee, keine Ahnung. Erstmal den killen, weil der, das ist auch so was, was nervt. Und ich komme wieder vom Thema ab, wie sonst immer tue. Nein, auch nicht ihr. Dieses scheiß Zyklopen. Wie ich die hasse. Nein, 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 nein.
Vor allem mit einem Leben, kein Checkpoint in Sicht. Nein, 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 das war klar. Das war klar. Bis gleich. Okay, Leute, ich hab's für euch ein bisschen, ne? Und die schon mal gekillt, weil die... Da braucht man einfach Ruhe und Geduld bei denen. Und keinen Fehler machen. Weil man überall sonst nämlich Fehler macht. Und das ist dann schlecht. Und hier ist zum Beispiel einfach nur nervend. Einfach hin und her, ganze Coins nehmen. Also hier haben die Entwickler einfach nicht gewusst, wo die Coins müssen. Das hat man schon irgendwie gemerkt, ne? Oder, wow, bin ich denn nur der Einzige und was war das für eine Reaction? Okay, warte, warte. Ganz ruhig. Ganz ruhig, okay. So, und da jetzt auch ganz ruhig sein. Oh! Oh! Was war das denn? Ich kann vom Glück reden, dass ich noch lebe. Okay, hier. Das muss ich jetzt schaffen. Ja, jetzt könnt ihr mich killen. Bam! Ich hoffe, ich bin jetzt ein bisschen leiser, weil ich habe vorhin gemerkt, als ich hier... Ja, komm, kill mich. Als ich offscreen durchgegangen bin, meine Videos, während ich hier verkackt habe, ist mir aufgefallen, dass ich jetzt ein bisschen zu laut bin und man den Ton gar nicht mehr richtig hört. Man hört mich mehr rauschen. Das ist auch so eine Sache, die gefixt wird. Und da ich sehe, ich höre sie schon, ich höre sie auch schon schießen und spüre sie auch schon fast, wie man sieht. Und wie sie sehen, sehen sie nichts. Haha. Boah. Yeah, boy. Boah, ich hasse diese Eisblöcke, ne? Ich hoffe, ich bin bestimmt nicht der Einzige, der diese Eisblöcke, die, wo ich gerade draufstehe, die hasse. Oder gibt es irgendwelche von euch, die cool finden und richtig schwer, so wie das hier jetzt? Die Passage. Was war das denn für ein Treffer? Lol. Easy Gerack, lol. Oh Gott. Oh. Okay, okay, komm. Leute, wir machen jetzt Emergy Pro. Wir müssen jetzt hier richtig am Racken sein. Keine Ahnung, ich bin müde. Wir machen ein Video, weil ich, wir gehen muss. Morgen kommt, also heute, wo ihr das Video seht. An diesem Tag, wo das Video hochgeladen wird, kommen zwei Videos. Wahrscheinlich zwei Mutant-Bots folgen. Also seht ihr noch heute die andere Welt. Gebt auf jeden Fall ein Like. Dann, damit ich sehe, dass ihr gespannt seid auf die Dark World oder auf die Deluxe World, so wie ich sie nenne. Oder ich nenne eigentlich beides eigentlich. Oh, das war dumm. Hier muss man einfach nachspringen, glaube ich. Ja, easy. Wow, wow, ja, was hättest du da machen sollen? Hallo, ich bin blind. Okay, nicht ganz, aber das war schon lange her, als ich gespielt habe. Okay. Bam. Ich spiele das ja hin und wieder. Aber das ist dann erst nach... Ja, komm. 10 Jahre, letzte Aufnahme Session war. Und wenn ich jetzt hier sterbe, dann weine ich. Dann weine ich im Video. Seriously. Dann weine ich. Alter. Wage es nicht drauf hin. Provoziert es nicht drauf hin. Thank God. Ich bin durch. What? Excellent work! You have found all of the known water sprites and golden diamonds in our homeworld. A new pathway has now opened up that will take you into space. Good luck! Space? Also Weltraum? Gehen wir jetzt in... Wisst ihr, was mir gelaufen ist? Erstens habe ich genug für das letzte Item. Und zwar... Yeah! Oma ist glücklich! Press up and jump. Das zeige ich euch mal eben. Und zwar... Warte. Bam. Ich muss nach oben gedrückt halten und dann... Boom. Das ist das letzte Item, wovon ich sprach. Und das sieht auch cool aus, wenn man so springt. Hui. Was mir gerade auffällt. Ha, nein. Ja, wahrscheinlich schon mehrmals... Euch ist wahrscheinlich mehrmals aufgefallen, dass im Vordergrund hier Türen sind. Und das sind die Speziallevel. Im Weltraum. Und ich muss ehrlich sagen, in meinem Privat habe ich es nicht geschafft, weil selbst das erste Level davon mich hart triggert. Muss einfach sagen, es triggert mich hart. Ich weiß nicht, sollen wir die Level einfach machen vor der Dark World? Ich bin mir nicht ganz
sicher. Nein. Weil die sind so schwer, die sind schwerer als die Dark World Level. Deshalb würde ich sagen, schau mal ganz kurz und sehe, dass wir sogar noch 5 Minuten haben. Okay, Leute, seid ihr gespannt? Jetzt, das Remix-Level von dem ersten Level. Die Musik ist cool. Und ihr merkt schon, die Gegner sind alle Geister. Und es ist alles schwieriger geworden. Und die Musik ist natürlich cooler. Und, ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das Besondere in den Leveln, dass sie nicht nur schwerer sind, das ist ja klar. Nein, es gibt Geistgegner. Und das Schlimme bei denen ist, die sind unbesiegbar. Und das egal, was man macht. Es gibt zwar so ein Helfer-Tool, das gibt es in manchen Levels, das ist so knapp. So ein Helfer-Tool, das ist so wie unser besseres Schießen, nur halt noch ganz viel besser. Noch ganz, ja, das ist das Wort 2017. Ja, das war dumm. So. Und mal schauen, ob wir nächste, also übernächste Folge, wenn, ne, nächste Folge ist ja immer noch Dark World. Die Space Level, die machen wir später. Oh, hier bin ich. Ich dachte, ich gehe jetzt nach hinten. Na gut. Wenn man keine Augen hat. Checkpoint! Checkpoint gibt es hier fast nie in den Geisterleveln, also in den Dark World Leveln. Hätte ich jetzt gequittet, Alter. Ich war kurz davor, Quit-Button zu drücken. Das wäre nicht so smart gewesen. Genauso wie der Hit. So Leute, wenn ihr gehypt seid, so wie ich, auf die Dark World, also auf die schwierige Deluxe-Welt. Normalerweise gäbe es noch diese 4 ultraschweren, ich sag einfach ultraschweren, Space Level. Und das war's dann. Aber die Deluxe Level, die haben es schon in sich. Vor allem, es gibt auch noch Deluxe Level von den Space Level. Also die ultimative Hardcore-Heftig. Das kommt dann in der letzten, vorletzten Folge, keine Ahnung. Die letzte Folge wird dann sein, wo ich alle Bonus-Level so zeige. Oder halt, ich mache wahrscheinlich aber dann so ein paar, also so 2 Stück Parts. Weil das halt nicht. Alter. Schimmer an den Base. Weil das sind schon ziemlich viele. Ich meine, in der Dark World gibt es zwar keine zum Glück. Aber es sind so viele, da muss. Und die dauern ja auch ein paar Minuten, so 3 Minuten oder so. Werde ich wahrscheinlich Part 1 und Part 2 von denen machen. Damit es nicht zu lang wird, weil ich jetzt keine 50 Minuten Folge so machen will. Ja. Ich zeige euch jetzt heute alle Level und dann boom, hier, 50 Minuten, habt Spaß damit. Die meisten Leute wollen das dann eh nicht sehen, vor allem die Leute, die hier aktiv zuschauen. Übrigens, danke an die Leute, die hier aktiv zuschauen, das freut mich natürlich sehr. Weil, mich persönlich, ich weiß, es ist so ein Indie-Game, aber ein cooles. Und da unten seht ihr schon, das ist das Item, was ich meine. Das ist so ein Hilfstool. Das... Hier habe ich jetzt 10 davon. Und wenn ich damit jetzt auf den Geist schieße und nicht mal den Ordner öffne, bam, hitte ich ihn. Mache ihn Schaden. Bam. Und dann ist er für 5 Sekunden oder so weg. Und dann kommt er wieder. Wie gesagt, man kann sie nicht töten. Man kann sie höchstens, wie soll man das sagen, paralysieren? Ich weiß nicht. Ja, machen wir das Level noch eben zu Ende. Das erste Level war ganz kurz. Und dann war es mit der Folge. Ich hoffe, ihr seid gehypt und das war dumm. So, gut. Jetzt ganz schnell, okay. Oh, baby, a triple. Oh, yeah. Keine Ahnung. Ich schaue in letzter Zeit so viele Memes, da habe ich einfach so viel im Kopf und da kann ich mich lieber auf Gary konzentrieren. Nein, so herhaftig, herhaftig, ja. Heftig jetzt nicht, aber ich habe schon krass, wie viele Memes es heutzutage gibt, hä? Vor allem so viele, ich sag mal, lappenhafte und schlechte oder halt einfach nur alberne, richtig bescheuerte, die es gar nicht verdient haben. Oder wirklich, ja, wie gesagt, nicht mal bescheuert, einfach so welche, die es nicht verdient haben, ein Meme zu sein. Meiner Meinung nach zumindest. Jetzt warten, nicht so warten, killen, für eine Zeit lang zumindest. Und wir haben es geschafft. Gut Leute, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr habt Bock auf die nächsten Level der Hardcore-Welt. Es ist einfach so. Und wenn ihr auch so gehypt seid wie ich, dann gebt dann ein Like
schaut ihn bis zur nächsten Folge rein. Ja, die kommt dann, keine Ahnung, später. Ja. Was schaust du mich so an? Hat es gesehen, habe ich angeschaut. Okay, Leute, haut rein. Genießt mein neues Outro oder wie auch immer das nennen soll. Egal, haut rein.